mal heute aus einer anderen Perspektive. Ich will ein bisschen was ausprobieren. Moment. So. Warte. So ist gut. Willkommen zu meinem kleinen Haul. Naja, klein. Es ist eine ganze Tüte voll. Aber ich habe ein paar Sachen leer gemacht und die musste ich auch wieder nachkaufen. Und noch ein paar andere Sachen. Ich gebe zu, ich brauche hier raus nicht alles dringend. Aber dafür sind wir hier auch nicht da, ne? Was dringend sein musste, sind Kakaomandeln. Ich liebe die in der Winterzeit. Sehr lecker. Kriegt ihr derzeit beim Aldi. Und ich finde, die schmecken auch am besten. Da ich schon beim Aldi war, habe ich auch gesehen, dass Lacura, also Aldi Süd, dass die da so Glitter-Top-Coats hatten. Der silberne hier hat mich am ehesten angesprochen. Das sind einfach so einzelne kleine silberne Glitzerteile und ein paar größere mit Holo-Effekt. Also ganz hübsch. Und dann musste ich noch zum Deichmann, weil ich Schnürsenkel für Schuhe brauchte, die ich gebraucht gefunden habe, die aber keine Schnürsenkel mehr hatten. Und da habe ich auch gleich welche für meine Springerstiefel mitgenommen. Ich hoffe, die 150 cm reichen. Das waren die längsten, die da hatten. Und ich habe in letzter Zeit auch ein paar Socken aussortiert, deswegen durften auch gleich mehrere mit. Es sind ein paar süße Sachen dabei, es ist so Sternchen oder hier so Streifen mit Kussmündern, nochmal Streifen, aber auch ein paar schlichte. Also. Und ich mag Ringelsöckchen. Ja, es ist sehr basic. Shampoo. Diesmal wollte ich mal das Sensitive ausprobieren, weil das hat mir jemand geraten, der auch Schuppen hat. Und ich will sie ja mal loswerden. Und Head & Shoulders hat nichts gebracht. So hochwertige Friseurprodukte bringen bei mir nichts. Es wird immer ein bisschen weniger, ja, aber das kommt immer wieder. Und da will ich mal das hier ausprobieren. Weil Schuppen muss man ja bei der Ursache bekämpfen. Und nicht jede Ursache verursacht die gleichen Schuppen quasi. Und bei mir sind sie ja durch ein sehr aggressives Shampoo entstanden. Deswegen versuche ich sie jetzt mit einem milden zu bekämpfen. Und hoffentlich bringt's was. Noch ein Basic. Mundspülung vom Lidl. Ja, alkoholfrei. Ich hoffe, das ist nicht ganz so scharf. Ich bin da ein bisschen empfindlich. Auch vom Lidl. Binden. Muss ich nichts weiter dazu sagen. Nicht mehr vom Lidl. Wattepads. Ja. Ich mag die von Evelyn irgendwie am meisten. Ich habe aber auch nicht so viele durchprobiert. Aber ich komme mit denen ganz gut klar. Und never change a running system. Und zu guter Letzt Wattestäbchen. Jo, Wattestäbchen. Für verschiedenste Zwecke. Stimmt nicht zu guter Letzt. Da ist noch was. Zahnbürsten von Rossmann. Ich nehme immer die weichsten. Ja. Komme ich am besten damit zurecht. Wir sind heute ein bisschen random unterwegs. Ich habe noch hier so einen Nachfüllpack für unseren Duftsprüher Flower Fantasy. Das hatten die im DM auf dem Klo und ich fand, das riecht ganz gut. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ey, ist auch gute Werbung für die. Ne? Gesunde plus Kieselerde Lutschtabletten. Ich nehme pro Tag so ein, zwei Stück immer. Empfohlen wird maximal 4. Aber ja, die kosten 1 Euro. Preise wie immer unten in der Infobox. Ja, und ich bin ganz zufrieden damit. Und ich komme mit denen besser zurecht als mit diesen Riesentabletten, die da haben. Mit auch noch anderen tollen Sachen wie Biotin und eben Kieselerde. Und da ist noch was drin. Ich glaube Zink. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sind die riesig. Kleiner Tipp nebenbei.
hier diese Abbildung ist so groß wie die Tablette. Also falls ihr auch Probleme mit dem Schlucken von großen Tabletten habt, schaut euch dieses Bildchen hier an. Dann könnt ihr das ungefähr einschätzen. Also das sind jetzt Lutschtabletten, da muss ich nicht sehr viel schlucken. Entschuldigung. Dann Caramel Apple Pie. Ich habe noch einen anderen aus der Reihe. Den Lemon was, Cheesecake. Ich glaube schon. Die habe ich zwei geteilt. Also eine Hälfte für mich und die andere Hälfte für meine Freundin für den Adventskalender. Lea, wenn du das siehst, jetzt weißt du Bescheid. Ups. Egal. Das wird sie sich schon gedacht haben. Jedenfalls, ich mag Caramel Apple Pie lieber, weil ich finde, Lemon Cheesecake schmeckt so ein bisschen nach heißer Zitrone. Und heiße Zitrone kann ich mir auch selber machen. Da muss ich keine 2,25 oder so für ausgeben. Und dann bleiben wir mal ein bisschen in der Lebensmittelabteilung. Ich hatte einen Coupon beim Produkttester von Rossmann für das Inner Bio Kokosöl gewonnen. Und ich habe schon ein bisschen benutzt. Ja, das sieht man jetzt nicht. Ja, fürs Kochen auch. Ich habe das schon so als Handcreme verwendet quasi. Und was ich als nächstes machen will, ist das als Haarmaske zu benutzen. Weil das soll auch gegen Schuppen helfen. Ja, ich weiß, ich habe meine elendige Story mit den Schuppen, aber es regt mich einfach auf, weil ich noch nie Schuppen hatte davor. Jetzt habe ich welche. Das fiecht mich an. Da. Noch was zum Essen. Agavendicksaft. Den habe ich immer hier unten zum Tee trinken, weil der sich ganz gut auflöst und ich dann nicht immer so ewig dran sitze und rühre wie bei Honig. Und der süßt ungefähr genauso stark. Ich habe gesehen, dass der bei DM ein bisschen günstiger ist als bei Rewe. Bei Rewe kostet der 2,85 oder so. Oder 89. Und bei dem kostet der 2,45 oder so. Ja, ich glaube 2,45. Also nächstes Mal bei DM. Duftkerzen. Ich habe ja so ein kleines Votivglas. Und da gibt es von Profissimo diese Nachfüllpacks. Mit 3 Stück. Apfelzimt. Mich juckt's. Die finde ich ganz okay. Sie verströmen jetzt nicht den allerstärksten Duft beim Abbrennen. Aber das wollen manche ja auch nicht. Also, wenn ihr es nicht ganz so intensiv mögt, kann ich euch die hier empfehlen. Und von Domol, das ist von Rossmann, Bärenzauber. Da gab es letztens in der Rossmann-App auch einen Rabattcoupon oder so. Schaut euch die mal an, die ist gar nicht so schlecht. Nur manche Filialen, beziehungsweise manche Mitarbeiter in Filialen, die an der Kasse sitzen, die checken das noch nicht ganz so. Bei denen ist das noch nicht so angekommen. Und deswegen helft den guten Damen. Jo. Das riecht wirklich so ein bisschen süßlich. Süßlich-beerig, ja. Das kommt gut hin. Also natürlich künstlich, ne? Das hier erwarte ich auch keine allzu natürlichen Düfte. Und das Apfelzimt ist halt Apfelzimt. Jo, Apfelzimt halt. So ein bisschen würzig. So. Dann meine geliebte Hydromaske von Rivaldelub. Ich liebe die. Ich mag die am liebsten, weil sie gut bei mir Feuchtigkeit spendet. Sie macht keinen Quatsch mit meiner Haut, den sie nicht machen soll. Irgendwie Rötungen oder so. Meine Güte, was ist heute los? Ich hatte hier noch... Ah, da. Auch noch von Rivaldelub die Detox-Maske. Die findet die Orange, Unfug, Rundfunk, wie immer alles in der Infobox, die findet sie ganz gut. Und ich wollte sie mal ausprobieren. Da ist Gartenkresse drin. Der Fug. Naja.
2 Duschgels. Ich habe genug Duschgels, aber ich habe gerade eher nur so zitroniges Zeugs und da wollte ich mal was anderes. Hier einmal ein Greek Joghurt mit Mandel von Fa. Ich finde, das riecht ein bisschen wie Baileys oder wie so ein Sahnelikör. Fragt mich nicht. Ich finde, es riecht so. Es riecht aber schön. Ja, jetzt gehe ich hier als Alkoholikerin durch. Ich trinke sehr selten Alkohol. Ich vertrage auch nicht so viel. Aber ja. Ich mag eben so Sahnejoghurt. Ist Sahne Joghurt? Nein, Sahnelikör. Nee, aber das riecht wirklich ganz angenehm. Und von Balea diese DM Liebt Dich Edition für die 2 Millionen Facebook-Fans. Das ist ja das alte Kirschmandel, das mit diesen Macarons auf der Verpackung. Das haben die so wieder rausgebracht, weil die haben ja Zuckerschnute wieder rausgebracht. Und es gab ja so ein Voting, was man gerne wieder zurückhaben möchte. Und Kirschmandel, ist es überhaupt Kirschmandel? Ja. Kirschmandel war auf dem 2. Platz und das durfte dann als diese Edition hier zurückkommen. Es geht gerade wieder aus dem Sortiment. Also wenn ihr es haben wollt, beeilt euch. Ja doch, das riecht so ein bisschen wie mein Kirschblütenpeeling von Aveo. Das riecht fast genauso. Aber ich mag's. Und es ist nicht dieses Zitronige. Ganz ehrlich, mir hängt das Zitronige gerade so ein bisschen zum Hals raus. Wenn ich dann was habe ich gerade? Grapefruit und roter Pfeffer von Lavera habe ich gerade unter der Dusche. Und wenn das leer ist, dann... Ich habe noch ein Kokosduschgel. Ja, okay, das habe ich noch. Und das kommt dann als nächstes drin und dann die hier. Und so wie es aussieht, sind wir beim dekorativen Part angelangt. Und zwar zum einen habe ich noch so ein Pinselset gefunden. Vintage Look von Evelyn. Da sind so 4 Pinsel drin. Die haben mich, glaube ich, 3 Euro, 3,50 sowas gekostet. Und ich bin sehr zufrieden. Bisher. Also ich hab die schon ausgepackt gehabt. Dann ist mir noch eingefallen, ja, ich sollte vielleicht noch ein Video dazu drehen. Ich habe diesen kleinen hier schon benutzt zum Kajal verwischen so ein bisschen und das hat ganz gut geklappt. Ich habe ja auch diese Color irgendwas Variante, diese lilanen habe ich auch noch auch reduziert gefunden und mit denen bin ich auch ganz zufrieden. Also Evelyn Pinsel finde ich allgemein ziemlich gut. Diese größeren Pinsel, ich habe ja auch den Puderpinsel und den Foundation Pinsel, die größeren aus der Professionals Reihe, die halten Bombe. Was nur passiert, der Stiel löst sich von dem Metallkopf gerne ab. Da müsst ihr nachkleben. Aber die Pinsel an sich sind wirklich super. Und für 4 Euro muss ja irgendwo ein Haken sein. Und wenn das der Haken ist, dann bin ich sehr froh. Und dann gab es ja bei Rossmann vor einiger Zeit so eine 30% Aktion auf Lidschatten, Kajals, Mascara und Eyeliner? Ja. Und da habe ich mich bei den Color Tattoos bedient. Leider hatten die nicht Pomegranate und Permanent Taupe. Weil die 2, die fehlen mir quasi noch. Und ich überlege gerade, ob ich mir doch noch On and On Bronze hole. Irgendwann. Oder auf meine Wunschliste packe. Auf meinem Blog findet ihr eine Wunschliste übrigens. Falls ihr mir was schenken möchtet zu Weihnachten. Quatsch. Jedenfalls. Habe ich hier einmal von den Creamy Mattes, die sind ja noch relativ neu, Creme de Rose 91. Das ist, ich war da schon drin, so ein mattes, rosastichiges Hautfarben-Dings. Also sehr dezent und ich denke mir halt so, wenn ich so einen simplen Eyeliner-Strich tragen will, das als Basis. Finde ich ganz gut. Hier seht ihr es. Ja, man sieht schon ein bisschen. Also, sehr simpler Lidschatten. Und hier noch Pink Gold 65.
der geht in eine ähnliche Richtung, nur der hat noch Schimmer drin. Den finde ich sehr hübsch, weil der ist dezent schimmernd. Also der ist nicht so bam. Aber wirklich, wirklich schön. Hier, das, was da so glänzt. Nee, das ist wirklich schön. So ein leichter Goldschimmer und so eine rosafarbene Base. Ganz toll. Auch für Mädels, die sehr mädchenhaft mögen, denke ich mir, dass der da ganz gut reinpasst. Und dann habe ich nochmal einen gebraucht. I Love Toffee, mein Konturpuder, das leider aus dem Sortiment gegangen ist. Jetzt gibt es das gar nicht mehr. Ich swatche euch das jetzt nicht. Es kommt so raus wie hier, nur ein bisschen schwächer. Ich finde die optimale Konturfarbe. Und für 99 Cent kann man da nichts sagen. Allgemein die Rival de Loop Young Lidschatten, die sind gar nicht so blöde. Also falls euch da eine Farbe gefällt, schlagt da mal zu. Wenn wir schon mal im Rossmann sind, Moment, ich glaube hier mal kurz alles raus. So. Im Rossmann auch noch die zwei hier, eben bei der Aktion. Ich habe ewig nach einem kühlen, braunen Kajal gesucht. Und jetzt habe ich ihn endlich bei Manhattan gefunden. Der ist nicht ganz so weich. Also er ist weich, er könnte ein bisschen weicher sein, aber es geht. Das ist die Chacha Choco 96W. Also das ist matt, das ist kühles Braun und ich bin zufrieden. Dann noch bei Gelegenheit meinen Eyeliner nachgekauft. Liquid Liner von Catrice. In der nicht wasserfesten Version, weil bei mir die normale Version reicht. Und bevor ich mich damit wasserfest rumschlag, nehme ich doch lieber die hier. Und ich glaube auch, die wasserfeste ist leicht glänzend und der hier ist matt. Der hier ist komplett matt. Der hat so einen kleinen Schwammapplikator, also quasi wie diese Filzstiftliner, nur halt in diesen zum Dippen. Die nicht so schnell austrocknen. Meiner ist, wie gesagt, fast leer und ja. Moment, das trocknet noch. Wie gesagt, der trocknet matt und der ist tiefschwarz und vom Handling her ist der fabelhaft. Also, wenn ich morgens 5 Minuten habe, kriege ich damit einen guten Lichtstrich hin. Jo, fast trocken. Also, ihr seht, tiefschwarz, ja, da ist der noch ein bisschen nass, aber der ist wirklich matt. Dann habe ich noch ein bisschen bei LEs zugeschlagen. Einmal bei der Mary Berry LE von Essence, der Topper. Davon gibt es auch demnächst, oder gibt es schon, ich weiß nicht, wie ich das handeln werde. Auf meinem Blog gibt es dann dazu Swatches. Und, also es ist so ein Flake-Topper. Das sind so quasi so Goldfolienflocken drin und das sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe ewig nach so einem Lack gesucht, so ein goldener Metallic Lack. Nicht so einer, wo so kleine Fitzelchen drin hat, so kleine Stückchen von so Gold, sondern so Metallic halt. Das hier ist jetzt ein sehr helles Gold, aber trotzdem sehr gut. Und das hat mir auch eine Weile lang gehalten, also ich hatte den schon aufgetragen. Und zu guter Letzt, weil ich glaube, wir sind durch. Ist aber auch genug, ne? Auch aus der Fabulous Beauty Gala LE. Genauso wie der hier von P2. Habe ich total vergessen zu sagen. Aus der Fabulous Beauty Gala LE auch der Eyeliner. In 020 Jet Set Blue. Ich finde die Verpackung sehr schön. So ein bisschen kitschig, aber das darf ja auch mal sein, ne? Das ist ein so mittelblau. Es leuchtet nicht zu sehr, aber man erkennt am Auge, dass es blau ist. Kommt mit einem normalen Pinsel zum Auftragen.
mit dem komme ich auch zurecht. Ich hatte den auch schon am Auge. Der färbt nicht ab, der macht keine Faxen. Sehr froh. Den gibt es auch noch in Gold. Also auch wieder so, wie ich es mag, so metallic, wo nicht so Stückchen drin sind, so glitzerartig, sondern wirklich so, wo man eine schöne goldene Linie ziehen kann. Die kosten was? 2 Euro? Nicht ganz? Ich weiß es gerade nicht. Der hier ist auch... Doch, der trocknet auch matt. Also ihr seht den Unterschied zu dem Schwarz. Jo. Und das war's. Ah ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schaut gerne auf meinem Blog vorbei oder anderen Social Media Kanälen. Ich glaube, ich muss euch nicht dazu auffordern, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefallen hat, und mich zu abonnieren, weil ich halte für die Leute da draußen für intelligent genug, dass sie das selber wissen, dass es die Option gibt. Falls nicht, wisst ihr es jetzt. Und ja, bis dann. Ciao.